Ihr braucht eine Passage nach Mendena, wenn ihr Xeran aufhalten wollt. Mit endlosen Mengen Gold kann er euch weitere Anschläge überall auf Aventurien ansetzen. Doch eure Optionen sind rar gesät. Ogdan Sturmfels treibt ein seltsames Spiel und handelt mit Sklaven an die Piratenküste. Ob man dem alten Freund noch trauen kann, wisst ihr nicht. Auch Rater Al-Sanin hat ein Geheimnis, welches ihr jedoch schon luften konntet, dank Boronhard von Wertling, dem letzten Navigator. Der alte Kapitän will Ilsur verteidigen und ein Heiligtum der Piraten schützen, die heiligen Quellen. Matrosen im Hafen munkeln von Gefangennahmen und dem sicheren Tod an Bord der Seeadler. Erster Offizier Wilbur Kornplötz ist müde und abgekämpft, Wibon der Stählerne gereizt wie immer. Das Fass wird zum Überlaufen gebracht, als der Eferdi Resewig Sturmtaucher in den Prüfungen im Hafen Beutax und Zulamin ins Wasser stößt. In ihren Rüstungen gehen sie unter, doch bevor etwas passiert, rettet Rafim die beiden. Das kleine Boot kentert fast, doch dann bricht Resewig die Prüfung ab, als ein Nebel aufzieht und das Hafenbecken verhüllt. Isarun erkennt eine Gestalt an der Ankerkette und transversalisiert hinterher. Was wollen die anderen derweil tun? Ich blicke Resewig an. Ich weiß gar nicht, was der eigentlich gerade macht. Und frage ihn einfach mal, gehen wir jetzt hinterher oder setzen wir diesen Geweihten nach? Ich bin noch mit der Liturgie beschäftigt. Setzt dem Geweihten nach oder schaut, was sich dort im Inneren verbirgt. Das ist ein Kriegsschiff. Und was immer ihr müsst. Dann blicke ich in die Runde der anderen, ob jemand Präferenzen hat. Wie weit sind wir denn einerseits vom Ankerkabel und andererseits von dem Geweihten weg? Mittlerweile noch ungefähr 50 Meter, die ihr auf das Ganze zurudern müsstet. Also die nehmen sich nicht von der Entfernung aus? Nein, genau. Also der Transversalis von Isarun hat natürlich geklappt und sie klettert mittlerweile auch dann eben durch die Luke hindurch ins Ankerspiel und verschwindet dann dementsprechend hinter der anderen Person. Und jetzt müsst ihr euch eben überlegen, ob ihr an den Kai oder an die andere Kette schwimmt. Rudert. Ich sag, lass Spogels und das an dem Schiff machen. Wir schnappen uns den Bastard da vorne. Ich zuck mir den Schultern und zieh das Boot ein bisschen rum, dass wir dann auf die Kaimauer zu fahren. Vielleicht nicht unbedingt direkt auf ihn zu. Weiß nicht, ob das hilft, wenn wir irgendwie 20 Meter neben ihm aufschlagen, aber vielleicht merkt er dann nicht, dass wir ihn packen wollen. Würden wir mal gerne eine Bootefahrenprobe. Ich muss gerade überlegen, es sind noch 5 Leute an Bord. Und damit das eben so schnell wie möglich funktioniert, brauche ich bitte in Summe 10 Punkte. Eine 16, eine 10 und eine 13. Das ist relativ gut, denn das erste Eigenschaft in Bootefahren ist... Dann fehlt mir da ein Punkt. 10 und 13 müsstest du so schaffen. Ja, das ist K.O. und K.K. Dann habe ich 8 Punkte über. Gut, dann reicht es. Während Zulamin und Boltax sich immer noch so ein bisschen erholen von ihrer Prozedur im Wasser, können die anderen dann derweil schnell am Kai anlanden und die kleine Leiter nach oben klettern, währenddessen im Inneren des Ankerspils. Diese Runde blickst dich um, die Tür vor dir ist geschlossen, du siehst ihre riesige Ankerkette vor dir und mehrere Fässer, die links und rechts stehen. Ich nehme erstmal meinen Magierstab und klopfe gegen die Fässer, ob eins davon so klingt, als ob es nicht bis zum Rand mit irgendwas Notwendigem gefüllt ist. Ja, du kannst klopfen. Gib mir mal eine Sinneschärfeprobe auf. Es ist Hören oder Tasten. Ich würde sagen, hast du irgendein einen schlechten Sinn irgendwo drin? Nee, ne? Nee, ich habe weder einen besonders guten noch einen besonders schlechten. Wäre also egal. Ja, dann gib mir einfach mal die Probe. Währenddessen kannst du auf alle Fälle die schweren Schritte von einem Zwergen hören, definitiv an den kurzen Stummelbein zu erkennen, der dann nach und nach die Türen aufschließt. Und zwar wohl in Richtung des Magazins. Und du hörst das Fluchen von Fusakel, den du noch nicht so oft gesehen hattest, aber auf der ersten Rundfahrt von Zorgan in Richtung Perikum ist er dir auf alle Fälle schon mal bekannt geworden, wie er herumfusakelt und schreit und brüllt. 3-4 Fässer sind wohl gefüllt bis nach oben hin. Das andere klingt anders. Definitiv anders. Nicht wirklich hohl. Es klingt nach gar nichts, als ob sich im Inneren eine Leere befinden würde. Okay, ich richte erstmal meinen Magierstab da drauf und brülle dann durch die Tür: Fusakel, bring Trismagena mit! Eindringling! Trismagena, Eindringlinge!
Bei Angrosch, Effort. Ja, weiteres Klicken, Klicken und dann kannst du sehen, wie der kleine Fusakel vor der Tür steht und dir eine Pistole entgegenhält. Das ist ein Kriegsschiff, verdammt! Hier kann nicht jeder rein und hoch, wie er will! Tut mir leid. Es gibt einen Eindringling, der ist die Ankerkette hochgeklettert. Ich vermute, der ist in diesem Fass drin. Chrismagena! Rein in mein Magazin! So, wo hast du ihn? Er richtet er, weil die Anker, seine Balestrina richtet er dann auf die verschiedenen Ecken und schaut sich um, lugt mal so ein bisschen hinter das Ankerspill und die Kette und guckt sich dann misstrauisch um. Na, ich öffne mal besser. Mach das. Bereit? Okay. Dieser Ruden tritt schnellen Schrittes an das Fass heran und bemüht sich, den Deckel davon zu heben. Ja, während du den Deckel weghebst, kannst du wohl sehen, wie das Fass vollkommen leer ist. Beschriftet war es wohl mit salzigen Heringen, aber du kannst sehen, wie sich der Boden wohl gerade zuschiebt und irgendwas aus Holz von der anderen Seite vorgelegt wird. Ganz merkwürdig. Ich kippe das Fass um und ziehe es zur Seite. Ja, du kippst es um, rollst es auf den Boden, Fusakel stiert rein und hält seine Balestrina rein. Ich sehe nichts, da ist nichts. Das war ganz merkwürdig. Derweil kannst du sehen, wie die Schritte von nicht nur Trismagena heraneilen, sondern auch Pargold. Ach, gut, dass ihr hier seid. Hier ist jemand die Ankerkette hochgeklettert. Und jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Aber er ist definitiv hier im Ankerspill gewesen? Nun ja. Die Tür zum Magazin war verschlossen. Die habe ich gerade eben aufgemacht. Ich habe etwas ganz Merkwürdiges gesehen, als ich in dieses Fach reingeschaut habe, als ob jemand den Boden zugezogen hat. Aber hier ist ja keine Klappe oder so. Wir haben einen Klabauter an Deck. Er ist schüchtern und zeigt sich nicht. Und der könnte etwas zum Eindringling wissen? Oder gibt es vielleicht sonst noch einen Ort, wo er sich versteckt haben könnte? Trismagena beugt sich einmal am Fass ab und klopft an verschiedenen Stellen, prüft dann einmal die Innenseite des Deckels, die Außenseite des Deckels und guckt noch einmal auf das Loch, tappt so ein bisschen mit den Füßen auf dem Deck vorne umher, sodass es dann irgendwo, ja, du kennst dich nicht ganz aus, aber Jarlan hatte wohl mal irgendwann angemerkt, dass es unter ihm die Werkstatt gäbe. Da war wohl auch mal der ehemalige Sanitäter ist das nicht ganz, aber denjenigen, den ihr jetzt bei euch im Kontor habt. Der hat da wohl mal gearbeitet, kann sich nicht ganz an die Berichte erinnern, weil das auch schon 2 Jahre, 3 Jahre her ist. Und derweil sucht ihr so ein bisschen, aber Trismagena ist sich wohl sicher, dass es sich dabei um den Klabauter handeln muss, den eigentlich niemand wirklich kennt. Es gibt wohl ein paar Berichte von einigen Matrosen, die ihn mal gesehen haben, aber... Derweil an Bord des Kais. Ihr konntet schnell genug anlegen und nach oben stürmen und erreicht dann dementsprechend rechtzeitig noch die in Grau gehüllte Gestalt, die mit einer Kapuze gerade ihre Liturgien selber beendet hat und dann sich auffällig von dem Kai entfernen möchte. Währenddessen könnt ihr ihr dann in den Weg treten. Ich glaube, ihr wollt jetzt nicht unbedingt hier weggehen, oder? Die Helden, das macht das natürlich einfacher. Ihr solltet vielleicht dafür sorgen, dass ich nicht erschossen werde. Währenddessen könnt ihr sehen, dass die Person, die Gestalt, sich die Kapuze zurückschlägt und darunter eine Frau zu erkennen ist, die ihr so noch nicht ganz gesehen hattet. Aber ihr dürft trotzdem mal eine... Göttern Kulte ist es nicht. Gebt mir mal eine Geschichtswissenprobe. Oder okay. Kriegskunst. Kriegskunst wäre auch okay. Wenn ihr eine Kulturkunde für Aranien habt, dann würde die zählen. Ich bringe 16, also 15 auf das Ausbreit. Ich habe die Kulturkunde für Aranien. Gibt es eine Erleichterung oder einfach keine Erschwernis? Dann kennst du sie so oder so. Okay. Wow, wie krittet sich einfach durch. Wem hat eine Kriegskunst? Doppel-1. Das ist die Kommandantin der Basari-Garde, wie ihr wohl mittlerweile erkennt. Boltax nicht ganz, der ist immer noch so ein bisschen damit beschäftigt, sich das Wasser aus dem Ohr rauszupolen. Es ist Manjula Sabapedesel, eine Mondsilbervisierer der Mada Basari. Sie gehört zur Skorpion-Garde. Ich entspanne mich ein wenig. Das war vermutlich auch sichtlich.
für den geneigten Betrachter. Visira, wenn ihr die Frage gestattet, was tut ihr hier? Ich bin hier, sagen wir nicht wegen euch, aber weil ihr Nachrichten von Fasan nach Kunchum getragen habt. Aber wir sollten das eventuell nicht auf diesen Kai besprechen. Jetzt, wo ihr uns erkannt habt, macht es, glaube ich, keinen Sinn, das Ganze mehr aufrechtzuerhalten. Nun, ich nehme allerdings auch an, dass ihr nicht unbedingt Lust habt, dies in Ruhe an Deck der Seeadler zu besprechen, Sie schaut dabei einmal in Richtung der Kette, wo Isarun verschwunden ist. Ich gehe sowieso oder so davon aus, dass ihr den blinden Passagier entdecken werdet. Ich hätte nicht angenommen, dass ihr... Ja, währenddessen könnt ihr wohl sehen, wie Rathar al-Sanin mit hochrotem Kopf an seinem Deck steht und zu euch rüberguckt. Alle an Bord! Offiziersbesprechung! Es scheint so, als hättet ihr recht. Möchtet ihr uns begleiten oder treffen wir uns zum Abendessen? Ich begleite euch. Ja, dann nehmen wir sie irgendwie, ich glaube auf jeden Fall nicht, nehmen sie irgendwie zwischen uns, damit sie nicht gar so sehr angemacht wird. Ja, ihr könnt sehen, wenn ihr euch dem Schiff nähert, dass wohl Musketen an sie angelegt sind, also nicht auf euch, sondern vor allem auf sie. Sie wird natürlich als Fexgeweihte erkannt, aber es ist trotzdem Kriegsschiff. Und derweil könnt ihr wohl auch sehen, wie Isarun gemeinsam mit Trismagena aus dem Magazin kommt. Und Fusakel und Pargold sind wohl immer noch dort geblieben. Aber man hat keine weiteren Spuren von dem Klabautermann gefunden. Hier beide Hände ein wenig. Nee, nicht schießen, nicht schießen! Die Frau bringt eine Botschaft für... Ich guck sie kurz an. Für den Captain? Nun, ich gehe davon aus, dass wir das Ganze offiziell machen müssen. Also ja, für den Captain. Für den Captain! Der Admiral, ihr wisst schon wen. Senkt die Musketenmänner! Lasst sie durch. Wir sprechen uns in meiner Kajüte. Nur die Offiziere! Ja, dann atmet er leichter auf und klettert dann die Planke hoch. Nehmen wir an, uns folgen dann auch irgendwie so ein Wust an Wachleuten, der aufpassen, dass hier niemand Schindluder treibt. Ja, also du kannst merkwürdigerweise erkennen, dass wohl Viborn nicht oben steht an Deck, wo er normalerweise stehen müsste als Wachoffizier, sondern nur Boron. Boron hat von Bertling kannst du auch nicht erkennen. Als Navigator müsste eigentlich auch irgendwo stehen. Resovik Sturmtaucher klettert auch gerade wohl nach oben. Es sind entsprechend wenige Offiziere da, die du kennst. Naja, gut. Aber Havalu und Mopane. Die Jakoschdei, Wildniskundigen, die Kurgeweihten werden dann dementsprechend Platz machen für euch und dann euch in die Kapitänskajüte von Sanin einlassen. Die ist groß und geräumig, jetzt wo andere Schreibtische rausgeräumt worden sind, und er setzt sich dann hinter seinen Schreibtisch auf einen schweren Sessel und schaut euch immer noch mit hochrotem Gesicht an, während Isarun dazutreten kann, wenn sie mag. Ich trete dann einen Schritt von der Gewahrten irgendwie zurück, sondern neben Isarun oder wo auch immer sie gerade reingekommen ist, und lasse die reden. Ich stupse sie vielleicht noch so ein bisschen an, wenn sie das Signal nicht versteht. Kapitän, ihr solltet euch nicht so aufregen. Das ist schlecht fürs Herz. Habt ihr recht. Habt ihr den Sack gekriegt? Nee, war wie vom Erdboden verschwunden. Trismagena meinte, es war der Klabautermann. Aber das sah doch nicht wie ein Klabautermann aus. Wie sieht denn so ein Klabautermann überhaupt aus? Das war doch nicht. Ein ganz normaler Mensch, der da hochgeklettert ist. Weiß nicht, was ein Klabautermann ist. Wenn ihr sagt, er war verschwunden. Wir sehen uns gar nicht. Da sprechen wir hinterher drüber, ja? Ja, wer ist denn die da? So, Ihre Gnaden, ich erkenne wohl, dass ihr eine Geweihte seid. Was tut ihr an Bord des Kais? Warum beschwört ihr einen Nebel, der mein Kriegsschiff verhüllt, an helllichtem Tage? Verzeiht, Kapitän. Ich bin Manjula Sabaperisel und gehöre zu den Mondsilbervisieren. Stationiert bin ich normalerweise in Zorgan und ich brachte einen Passagier mit an Bord, denn ich bin der Meinung, dass ihr der Einzige seid, der für die Sicherheit des Jungen garantieren kann. Und seine Sicherheit ist uns wohl eine der wichtigsten Angelegenheiten, die es aktuell so gibt. Kapitän zieht ein bisschen die Augenbrauen hoch. Von wem sprecht ihr?
Wir sprechen von einer kirchlichen Angelegenheit, und zwar nicht der des Fextens, sondern vor allem der Pereine-Kirche. Wir haben erfahren, dass ihr nicht nur nach Kuntium, von Kuntium aus in Richtung Mendena wollt, sondern vor allem in Richtung von Ilsur. Warum weiß das jeder an Bord dieses Schiffes, dass wir nach Ilsur wollen? Naja, weil ihr es eben gerade sehr laut geschrien habt. Das ist geheim! Ja, ich würde euch auch empfehlen, nicht so zu brüllen. Von welchem Gewalten sprecht ihr? Wir sprechen von Leatmund Freisop. Kapitän. Bitte? Ja, ganz recht, Leatmund Freisop, der Jüngere. Aus der Familie der Freisoppos. Er ist sehr nett. Oh. Ein netter junger Mann. Was macht er an Bord meines Schiffes? Nun, wir haben gehört, dass ihr nach Ilsur wollt, die heiligen Quellen beschützen, und auch das ist sein Ziel. Er ist auf einer Visionssuche, einer heiligen Queste, im Namen der Kirche. Er mag zwar erst 15 Jahre alt sein, doch sein Geist ist größer als der unsrige. Sahen ihn schlau. Warum habt ihr da nicht einfach gefragt? Oder ihr seid doch aus seinen großen Nüstern. Oder ihr seid doch von der Fex-Kirche, warum habt ihr dem guten Admiral nicht einfach einen Handel vorgeschlagen? Wenn ihr sein Geheimnis sowieso schon wusstet, bin ich mir sicher, ihr wärt euch auch nicht geworden. Aber diese Heimlichtuerei ist doch... Mein Gott. Kennt ihr das Schicksal des Jungen? Er hat ein bewegtes Leben hinter sich. Bereits als er 6 Jahre alt war, lösten einige Meuchler seine gesamte Familie, löschten einige Meuchler seine gesamte Familie aus. Nun, welche Bewandtnis hat das nun für den Hergang der Dinge? Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass seine Anwesenheit an Bord dieses Schiffes geheim bleibt. Und nichtsdestotrotz hättet ihr dies mit dem Einvernehmen des Admirals klären können. Meine ich wohl auch! Wir entschuldigen uns. Ja, das ist ein bisschen spät, meint ihr nicht? Alles ist gut, jeder ist wieder glücklich. Wunderbar. Ich denke, wir können dies mit etwas Dukaten regeln, nicht wahr, Kapitän? Ich möchte mal sehr genau abschätzen, wie er darauf jetzt reagiert. Also nicht nur, was er sagt, sondern was er denkt. Ja, sein Kopf ist weiter hochrot, er atmet und seine Nüstern blähen sich weiter. Er braucht natürlich Geld, das ist euch allen bewusst, aber... Er sagt erstmal nichts. Aber ihr schickt den Jungen in Krieg. Also der Junge, den kann ich nur empfehlen. Ausgezeichneter Heiler. Das ist doch der, der mich geheilt hat, oder? Ich meine, das war der. Ja, sehr netter Junge. Er ist ja Hochgeweihter, warum geht er alleine? Wo sind deine Leibwächter? Resovic ist derweil auch hinter euch herangetreten und hat dem Kapitän einige Worte ins Ohr geflüstert. Er nickt darauf hin. Leibwächter? Ihr habt die Prüfung wohl bestanden, sagt Resovic. Dann seid ihr jetzt die Leibwächter. Ulamin zieht eine Augenbraue hoch. Ich blicke die Gewalt an. Mit Verlaub, euer Gnaden. Wir können gerne während der Überfahrt auf den Jungen aufpassen, aber wir haben leider andere Ziele, die uns nicht nach Ilsur führen. Ja, wisst ihr, da gab es in Zorgan eine unglückliche Verquickung. Aufgrund eines Gerichtsurteils können wir auch nicht nach Aranien zurückkehren, um das Ganze... Naja, ihr versteht nicht so wichtig, Voltax. Wir sind natürlich darüber informiert, dass ihr aus Zorgan ausgeschlossen worden seid. Aber wie das Schicksal es wohl will, gab es einen weiteren kamalen Kausalknoten. Immerhin wart ihr beide es doch, wenn ich mich recht erinnere, Abelmir und Kapitän Jalan. Ihr habt doch die Insel Frühlingsstrand nicht erfunden, aber beschworen, herbeigerufen? Wir waren dabei, als sie entstand. Versichere euch, wir waren nur unbeteiligte Nebenstehende. Ein kamaler Kausalknoten. Diese Insel ist der Herren Pereine heilig. Nun, sie liegt sicherlich auf dem Weg, aber was bringt sie uns? Der junge Leatmund wird dort sicherlich Halt machen wollen, um seine Visionssuche abzuschließen. Ich schiele zu Sahnen rüber und dann? Frühlingsstrand liegt sicherlich auf unserem Weg, aber ich habe nicht vor, dort Halt zu machen. Vor allem wohl nicht lange, denke ich mir mal. Direkt in der Nähe gibt es einen großen Struchel, ein weiteres Unheiligtum der Herzogin. Also Vesira, spuckt endlich aus, was ihr wollt. Wir möchten, dass ihr Leatmon an Bord aufnehmt.
so geheim wie möglich seine Anwesenheit haltet, ihn beschützt und bewacht, während er in Richtung Ilso fährt und für seine Sicherheit garantiert. Nun, wir können für seine Sicherheit bis Feuerhafen garantieren, aber danach müssen wir ab. Und wir können ihn schlecht mit nach Mendena nehmen. Sie tritt einmal an eine Karte von Aventurien heran, die es natürlich gibt, weil Radralsani diese dann eben auch als Küstenkarte gekennzeichnet hat. Und wird dann erstmal Feuerhafen suchen. Wenn ich irgendwie merke, dass sie keinen Plan hat, tippe ich kurz drauf. Tobrien. Das liegt also hinter der Insel Frühlingsstand, korrekt? Ja. Und ich schaue das hier. Dann garantiert seine Reise doch bis dort. Ich bin mir sicher, gegen eine großzügige Spende lässt der Admiral sich der Zorn überzeugen, ihn dort abzusetzen. Wir haben wenig zu verlieren. Das wird sicherlich unser aller Gemüter heben, auch die Insel einmal wiederzusehen. Es ist sehr gut, wenn Admiral Sarnin geneigt ist, eurem Begehr zuzustimmen, bin ich es auch. Ich habe nichts Besseres zu tun. Natürlich ist den Jungen zu beschützen ein hohes Werk. Nicht wahr, Rafim? Schuldest ihm ja noch einiges. Ja, der Junge ist ganz nett, ein bisschen klein für sein Alter. Also ich war damals größer. Aber wird Ilso nicht belagert? Von allen Seiten. Und das ist sein Ziel. Ganz allein. Nun, wir werden die Stadt selbstverständlich von der See aus anlaufen. Das ist wohl noch möglich. Den Belagerungsring zu sprengen, eine ganz andere Sache. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ein 15-jähriger Knilch dort durchbrechen mag. Was auch immer ihn bewegt, aber zu seiner Visionssuche werden wir ihn bringen. Für ein stattliches Geld der Fexkirche selbstverständlich. Sie nickt. Also ansonsten hätte ich auch einfach vorgeschlagen, ihn durch Sumus Leib hindurch in die Stadt zu bringen. Habt ihr das nicht in Wahrung schon versucht? Aber... Und das ging gar nicht gut aus. Ja, aber Ilsur, das ist doch jetzt etwas anderes. Und außerdem, das Umland von Ilsur ist sicherlich ebenso voller Dämonen und wissen die Götter das. Ja, da war ein schwarzer, böser Drache mit einem bösen Drachengeist vorhanden. Das war der Grund in Wahrung. Er war nicht vorhanden, wenn ihr euch entsinnt. Was haben wir denn in der Pyramide gefunden, Jalan? Ein riesiges Drachenei. Mittags musst du das denn... Was also denn? Gut, wir werden uns später sprechen. Wenn ihr gewillt seid, seid ihr an Bord aufgenommen. Resorvik ist, wie gesagt, mit eurer Leistung zufrieden, auch wenn Sulamin und Boltax noch einige Dinge mit ihm klären müssen, aber dazu später mehr. Wenn ihr mögt, Zeremonie im Effa-Tempel in 2 Stunden, dann seid ihr erstmal entlassen aus dieser Offiziersbesprechung. Wir sehen uns später. Ja, ich bin begeistert. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal zum Effa-Tempel. Ich nehme an, wir sind da irgendwie auf dem Weg oder so. Ich würde gerne noch mit Resovic reden. Also, wenn wir dann rausgehen. Ich glaube, der kommt mit zum Tempel. Ja, denke ich auch. Der wird euch dann einsegnen, ja genau. Aber ihr könnt dann auf jeden Fall erstmal aus der Kapitänsgehütte austreten. Resovic wird sich noch einige Worte mit ihm unterhalten, während dann die Tür zu ist, ein bisschen ins Ohr flüstern. Die Geweihte wird selbstverständlich auch nach draußen geschickt und dann eben auch von Bord geschickt, denn die hat hier nichts mehr verloren. Und so könnt ihr dann erstmal an Bord, an Deck der Seeadler stehen und sehen, wie einige Matrosen über euch ein paar Seile und Taue flicken. Unter euch könnt ihr tatsächlich erkennen durch eine der Luken, wie Viborn der Stählerne und auch Boron hat von Wertling wohl gerade an den Rudern stehen. Die Roher sind nicht vollzählig, normalerweise Platz auf einer Trireme für viele, viele Leute. 12x12 Mann, die wohl hier Platz hätten, aber mittlerweile muss wohl auch Vibo unter Stählern und auch Boronhardt mit antreten und hier unten rudern, wohl als Strafe. Sie scheinen drauf gekriegt zu haben, dass Boronhardt geplaudert hat. Weswegen jetzt auch überall der Name Ilsur zu hören ist. Und offensichtlich hat er nicht nur mit uns geplaudert, denn wir haben es ja niemandem erzählt. Ich wundere mich. Isarun, er war einfach so verschwunden? Wie vom Erdboden. Ich hatte den Verdacht, dass er in einem der Fässer versteckt sein könnte, aber als ich das Fass dann aufmachte und so eine Art, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, eine hölzerne
Klappe oder Schiebetür oder so etwas. So sah es aus. Und also, als ihr das Fass weggerollt habt, waren die Planken darunter ganz normal. Oh nein. Wir konnten auch nichts feststellen, aber nun, Trasmagina sagte, dass es etwas mit diesem Klabautermann auf sich haben könnte. Ich bin mir sicher, Lido weiß mehr über diesen Klabauter. Keine Ahnung, was er sein soll, aber er kann uns bestimmt was erzählen. Ich denke, Lido ist der Klabauter. Und ich denke wohl nicht. Ist das nicht eher ein ihr wisst schon, ein Schiffsgeist, so ein Klabauter? Das habe ich auch gehört. Manchmal in den Tavernen sprachen die Seesöldner davon. Das klingt mehr wie Humbug. Lido Cock ist kein Klamotter, Lido Cock ist ein Krokodil. Was? Nein, er nimmt die Gestalt eines Krokodils an. Er sieht aus wie ein Krokodil, er läuft wie ein Krokodil. Ich nehme an, es ist ein Krokodil. Oh, ich habe vergessen, dein Buch zu holen, verdammt. Warum gehen wir nicht einfach besuchen? Hm? Wir können ihn einfach rufen. Ihr kennt ihn, macht den Namen. Ihr kennt seinen Namen. Ich suche nach meinem Fass. Ruft ihn dreimal, dann muss er erscheinen. Wir müssen doch wohl anklopfen, oder? Aber wie würdest du es finden, wenn jemand an deiner Hauswand anklopft? Oder an deinem Dach? Ich klopfe nicht, ich rufe nach ihm. Lass das! Aber wie würdest du dich fühlen, wenn jemand vor deinem Haus steht und nach dir ruft? Ich würde aufmachen und gucken, wer da ist. Ist das nicht genau das Prinzip einer Glocke, die man läutet? In der Tat. Ich klopfe auf irgendeinen Fassdeckel dann. Aber wenn man das dreimal ruft, dann muss er erscheinen? Nun, es macht ihn aufmerksam. Erinnert euch an den Drachen, den wir riefen? In Garot? Nein, sie war nicht dabei, aber mir. Oh. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand daran erinnert. Ja, ich glaube, dass hier auf deinem du klopfst auf das Fass drauf und währenddessen kannst du wohl erkennen, wie dir bereits jemand zusieht. Und zwar, irgendwie hat da wohl Fusakel eine der Rotzen zum Reparieren neben dir hingestellt. Die Mündung guckt wohl gerade auf dich. Und aus der Mündung heraus streckt sich ein großer Krokodilskopf mit einem großen Strohhut. Oh, hi. Da bist du. Du hast mich gerufen? Moin! Moin erstmal! Was ist das denn? Oh. Das ist der super zweiter Obermann dritten Grades. Genau. Hey, Jalan, schön dich zu sehen. Schön, auch dich zu sehen. Lang ist's her. Wo ist mein Buch? Am Grund der Derge? Warum? Och, hättest du mir das nicht... Jalan, warum hast du mir das nicht gesagt? Hast du einen Schatten? Ich blicke mich tatsächlich einen Moment lang reflexartig um, ob ich wirklich einen Schatten habe. Bis mir einfällt, was er wirklich meint. Das Buch ist 10.000 Jahre alt. Nun, kann ich nicht dafür, dass Ragnar, der alte Tunichtgutes versenkt hat. Mit all seinen anderen Habsähnlichkeiten. Mann, da waren Rezepte von meiner Großmutter drin. Pass auf, siehst du den kurzen hier? Das ist Boltax. Boltax hat einen sehr guten Draht zum Raummann. Ja, Land, wir kennen uns. Ja. Das ist, isst du auch Zwerge? Was? Ob du Zwerge isst? Nein. Isst du Menschen? Außer die aus Schokolade. Oh, die sind fantastisch. Oh, ich habe einmal in einem... das war schon sehr Schokozwerge. Die waren... Aber nein, echte Zwerge esse ich nicht. Was denkst du denn? Ey, aber schön, dass ihr wieder hier seid.